Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend hier zum allerersten Mal aus dem Bonner Kunstmuseum. Ein herzliches Hallo an Sie zu Hause und auch ein herzliches Hallo an Sie hier. 200 Menschen sind um uns herum. Geht's Ihnen gut? Ja? Ja, ich habe doch viel Nicken gesehen. Wenn es uns gut geht, dann können wir auch loslegen mit dem 42. Bonner Wirtschaftstalk mit dem Thema Mitten in Europa. Ja, nochmal herzlich willkommen. Der Bonner Wirtschaftstalk wäre keine Talksendung, wenn wir nicht auch Talkgäste hätten. Und die, die schon häufiger zugeschaut haben, wissen, wir haben immer genau 4 Gäste und so ist es heute auch. Und ich darf ganz herzlich begrüßen Alexander Graf Lambsdorff. Er ist Mitglied des Bundestages, der FDP-Bundestagsfraktion und auch im FDP-Bundesvorstand. Viele Menschen bringen ihn aber mit Europa in Verbindung. Da war er 13 Jahre im Parlament. Und heute Abend ist er hier. Herzlich willkommen, Graf Lambsdorff. Freut mich, hier zu sein. Hallo. Die einzige Dame in der Runde ist jetzt dran. Es ist Nelly Kostadinova. Sie ist Speakerin, sie ist Autorin, sie ist Gründerin von Lingua World, einem erfolgreichen Übersetzungsunternehmen. Und Frau Kostadinova, Sie stammen aus Bulgarien. Vor 30 Jahren kamen Sie nach Köln und sind geblieben. Sie sind eine europäische Unternehmerin. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Guten Abend. Meine Damen und Herren, der Leiter der Bonner Regionalvertretung der Europäischen Kommission ist da, Jochen Pöttgen. Sie verstehen sich als Bindeglied zwischen der Kommission in Brüssel und der Öffentlichkeit an Rhein, Main und Saar. Das sind eine ganze Menge Flüsse, aber das hat einen Sinn, weil die regionale Vertretung ist für NRW, Rheinland-Pfalz, Hessen, Hessen und Saarland zuständig. Herr Pöttgen, schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Und Dr. Jörg Haas ist bei uns, der Vizepräsident der IHK Bonn-Rhein-Sieg und Vorstand der HW Partners AG. Dort ist zu lesen, dass er Unternehmer aus Leidenschaft sei und ein Visionär für die digitale Transformation, soll heißen, weit vorne, wenn es um Digitalisierung geht. Herr Dr. Haas, schön, dass Sie da sind. Danke fürs Dasein. Mitten in Europa, das ist unser Thema heute Abend. Und wenn man sich mal anschaut, wo Bonn bzw. das Rheinland so liegt und man so ein bisschen die Augen zudrückt, oh, da kann man schon sagen, dass das schon ziemlich mittig in Europa liegt. Und wenn man sich dann auch noch in Sachen Verkehr, Straßen und auch in Sachen Schiene unsere Region anguckt, dann gibt es doch den einen oder anderen Knotenpunkt, den wir hier haben. Und dann sind wir auch noch bei Flugzeugen und Flughäfen. Da haben wir einen in Köln-Bonn, da haben wir einen in Düsseldorf und irgendwie haben wir auch einen in Frankfurt. Und einen Fluss haben wir auch noch, der durchfließt. Und das macht es dann in Sachen Schifffahrt, es ist auch gerade kein Nachteil. Mitten in Europa, geografisch, aber auch ideell. Herr Lambsdorff, was bedeutet Ihnen das? Zuckmayer sprach mal vom Rhein als der Völkermühle Europas. Hier hat es immer Austausch gegeben. Hier sind Menschen aus aller Herren Länder hergekommen. In jüngerer Zeit, Frau Kostadinova, in älterer Zeit Menschen aus allen anderen Teilen Europas. Das heißt, das Rheinland, diese Region wirklich im Herzen Europas, ist für mich sozusagen eine Wurzel. Ich fühle mich hier zu Hause. Aber es ist auch eine wunderbare Voraussetzung gewesen für meine Jahre, die ich in Brüssel verbringen konnte, weil man dort natürlich mit vielen Leuten zu tun hat, die auch sehr offen sind, was europäische Projekte angeht. Ich bin sehr gerne hier zu Hause. Herr Pöttgen, wie ist es bei Ihnen? Was ist für Sie der Nutzen, der Riesenvorteil, auch Europäer zu sein? Also Europäer zu sein bedeutet für mich vor allen Dingen offen zu sein. Das Rheinland ist, wie Graf Lambsdorff schon gesagt hat, eine offene Region von vielen
historischen Einflüssen geprägt. Wir hatten hier die Franzosen, wir hatten hier die Preußen. Wir sind nah an Belgien und an Holland. Wir tun uns vielleicht leichter als andere, uns sprachlich etwas anzupassen. Also insofern ist tatsächlich hier, vielleicht nicht das Geografische, aber tatsächlich eines der Zentren Europas. Und für mich persönlich bedeutet es, dass ich, wenn ich auf Dienstreise nach Brüssel bin, einfach nur 2 Stunden unterwegs bin. Der Weg nach Brüssel für mich ist deutlich schneller als der Weg nach Berlin. Frau Koster, da kommen wir gleich nochmal drauf. Brüssel oder Berlin, was liegt da näher oder wer fördert uns womöglich auch ein bisschen mehr? Also wer hat da die Aktien im Spiel? Machen wir später, Frau Kostadinova. Ich habe das gerade gesagt, Sie sind eine europäische Unternehmerin. Also ne, Südosteuropa kennen Sie sehr gut, da sind Sie aufgewachsen, da kommen Sie her. Ja. Dann hat Sie irgendwann ins Rheinland verschlagen. Mhm. Sie haben eben noch im Vorgespräch gesagt, da war viel Bonn mit dabei. Sie haben viel in Bonn auch gearbeitet. Was bedeutet das auch für Sie, als Europäerin unterwegs zu sein? Wo ist da für Sie der Vorteil? Ich glaube, ich bin öfters am Flughafen hier, am Köln-Bonn Flughafen, als zu Hause in Köln. Aber 1990, als ich nach Deutschland kam, ich habe zuerst als Journalistin gearbeitet und ich bin 3-mal in der Woche von Köln nach Bonn gekommen, weil ich hier meine Interviews gemacht habe, ich habe die Botschaften besucht, ich habe eine Menge Leute kennengelernt, unter anderem habe ich sehr viel Karneval gefeiert mit Frau Dieckmann damals. Also, und quasi für mich war Bonn Deutschland, hier hat mein Leben angefangen in Deutschland und jetzt sind 30 Jahre her, aber ich weiß nicht, wo die Zeit verblieben ist. Bonn ist Bonn. Für mich ist Bonn wichtig in meinem Leben. Der Flughafen natürlich auch. Jetzt sind wir gerade in der Karnevalszeit. Haben Sie schon Karneval gefeiert? Oder kam das noch zu also kurz? Ich bin leider seit 8 Jahren ein Mensch der Welt. Also ich habe meine Firma in Afrika gegründet. Und seit 8 Jahren konnte ich gar nicht in der Karnevalszeit hier sein. Aber dieses Mal bin ich hier und freue mich auf Rosenmontag. Schön. Herr Dr. Haas, wie ist es bei Ihnen? Welchen Wettbewerbsvorteil sehen Sie womöglich, auch als Europäer unterwegs zu sein? Ja, wir sind hier, Deutschland liegt ja mitten in Europa drin, geografisch noch, bevor die Briten ausgetreten sind, war hinter Frankfurt, glaube ich, der Mittelpunkt von Europa. Also wir sind wirklich mitten drin. Wir haben einen riesengroßen Binnenmarkt in der EU geschaffen bekommen. Und von daher ist Europa, wir sind wirklich mitten in Europa, ist das so eine Heimat, die man so aufnehmen kann. Und ich meine, in meiner Generation, wir sind ja so mit Europa gewachsen. Ja, dass, als wir Kinder waren, waren wir noch sehr national und es wurde immer mehr europäisch und dieses hat man aufgesogen. Als ich ins Studium hineinkam, dann war auf einmal, gab es dann eine Wirtschaftsgemeinschaft, dann wurde eine EU da draus. Also Europa hat, glaube ich, sehr stark geprägt und wenn man als mitten in Europa, als Wirtschaftsunternehmer tätig ist, dann wird es auch relativ einfach, in das andere europäische Ausland zu expandieren. Also wir haben eigentlich nie in dem Sinne internationalisiert, sondern immer europäerisiert. Also wir sind immer in die Nachbarländer hinausgegangen. Mhm. Und da ist so ein Binnenmarktkonzept schon toll. Wenn ich das so richtig einordne, da bekennen Sie sich 4 durchaus zu Europa, das sahen oder sehen 52% der Briten ein bisschen anders. Die sind jetzt raus aus der EU. Graf Lambsdorff, sind die denn so viel anders als wir? Ticken die anders? Ja, die ticken schon anders. Also das gilt ja in Europa sowieso. Das ist ja das Schöne. Die Franzosen ticken auch anders als wir. Und die Letten und die Italiener und so, die sind aber noch drin. Ja, die sind noch drin, aber das Verrückte ist ja, diese Europäische Union ist ja ein Zusammenschluss von freien Völkern und Staaten. Das ist ja kein Völkergefängnis, wie es damals der Warschauer Pakt war, sondern jeder kann rein, aber jeder, das sehen wir an den Briten, darf auch raus. Dass das mühsam ist, ist eine andere Frage. Aber bei den Briten muss man noch eines dazu sagen, und das ist wirklich, glaube ich, das sollte man nicht vergessen. Die sind ja später erst dazugekommen. Der ursprüngliche Gedanke an der Gründung der Europäischen Union, wir benutzen hier Europa und EU ja so ein bisschen synonym gerade, manche kritisieren das, ich finde, das zeigt, wie sehr wir das verinnerlicht haben. Also der Gründungsgedanke der Europäischen Union war ja, dass zwischen Deutschland und Frankreich nie wieder Krieg sein sollte und dass diese beiden Länder eben eine politische Dimension dieses Projekts auch immer dabei hatten. So. Und die Briten sind dann in den 70er Jahren dazugekommen und haben gesagt, das ist ein Supermarkt, das ist eine rein wirtschaftliche Geschichte. Und haben das einfach nicht verstanden, dass dahinter ein politischer Impuls steht. Engere Zusammenarbeit in der inneren Sicherheit, Studentenaustausch, all diese Dinge, die wir da angefangen haben.
Und dann haben die angefangen zu sagen, naja, das war ja gar nicht das, was ihr uns versprochen habt. Wir wollten ja eigentlich nur Wirtschaft. Obwohl es klar war, dass die EU immer mehr war als eine rein wirtschaftliche Vereinigung. Und dann haben, das kommt dazu, die politische Klasse in Großbritannien, das ist auch die Verantwortung nationaler Politiker übrigens bei uns, hat der Bevölkerung immer erzählt, wie schwierig das alles ist in Brüssel und wie bürokratisch und was für ein schweres Joch, unter dem das arme britische Volk leidet. Und dann kam eine Partei auf und sagte, wenn das so schlimm ist, dann müssen wir doch raus. United Kingdom Independence Party hieß die, trieb die Konservativen vor sich her. Und dann hat David Cameron irgendwann gesagt, dann machen wir doch ein Referendum. Nur wenn ich den Leuten 40 Jahre lang erzähle, wie schrecklich alles ist, und dann im Referendum sage, eigentlich finden wir es doch super, stimmt doch bitte dafür, dass wir drinbleiben. Da ist jede Glaubwürdigkeit futsch und so ist das Ergebnis zustande gekommen. Aber wenn das die Wirtschaft ist, Herr Dr. Haas, was die Briten wollten oder wollen, so wie Herr Lambsdorff das gerade beschrieben hat, wie wollen die das denn jetzt hinbekommen? Da fehlt doch jetzt das Mutterschiff, oder nicht? Also für mich, für Europa schon eine kleine Katastrophe und für die Engländer noch eine große Katastrophe. Wir sind im Markt der Globalisierung, im Zeitalter des Internets und der Virtualisierung gibt es keine nationalen Grenzen im klassischen Raum mehr. Wir brauchen immer größere Wirtschaftseinheiten, Wirtschaftsräume, um Rechtssicherheit herzustellen. Also ich bin mir relativ sicher, wenn 25 Jahre später wir zurückschauen auf das Ereignis, dass die Briten sich gewünscht haben, wünschen werden, das nie getan zu haben, und die Briten werden ein großes, großes Problem haben, nicht in der Welt zurückzufallen. Also das ist, dafür ist Großbritannien viel zu klein, also da ist nichts mehr dann groß genug ist da dran. Also ich halte das aus Britensicht für einen fatalen Fehler und für Europa sehr schade. Das ist nicht nur theoretisch, wenn ich das Nein, das ist darf, nicht das theoretisch. Ist ganz praktisch, das ist wirklich eine ganz praktische Geschichte, nur mal ein Beispiel. Ja. Die Europäische Union hat ja Handelsabkommen mit ganz vielen Ländern. Und in den Handelsabkommen sagen die anderen Länder, okay, wir akzeptieren eure Waren, wenn das EU-Waren sind, was ihr da herstellt. Die Briten waren bisher in der EU. Das heißt, alle Firmen, die jetzt nach Südafrika oder nach Argentinien oder nach Japan verkaufen wollen, müssen in der EU herstellen, damit die anderen die Zollprivilegien akzeptieren. Wenn die in England produzieren, wird das nicht mehr akzeptiert als EU. Das heißt, es wird wahnsinnig teuer für die Briten. Und wir sehen jetzt schon, dass einzelne Produktionen auf den Kontinent verlagert werden. Das heißt, für die Menschen ist dieser EU-Austritt wirklich keine besonders gute Idee. Also die haben ja ein gutes Bruttosozialinlandsprodukt. Aber als Exportnation sind wir dreimal stärker alleine in Deutschland gegenüber den Briten. Und wenn die mit einer halben, 500 Milliarden Exportkapazität, also ein Drittel von unserem, versuchen wollen, den Wohlstand aufrechtzuerhalten, ohne EU, wenn das noch weiter heruntergeht, also ich weiß nicht, ob die wissen, was sie tun. Frau Kostadinova, können Sie sich noch erinnern, als da abgestimmt wurde 2016 und dann irgendwie rauskam, Mensch, ganz hauchdünn, 52%, die wollen raus, was da so Ihre Reaktion war, was Ihnen da so durch den Kopf ging? Also ich habe ein Büro in London und jetzt profitiere ich ganz schön, ich spreche über jetzt, weil sehr gute englische Fachkräfte sind nach Köln gekommen und ich habe schon 5 Mitarbeiter, die absolut toll arbeiten und sind in meinem Büro. Also ich habe 2014 angefangen in England und am Anfang haben wir gar nicht so viel nachgedacht. Aber mit der Zeit sehe ich, dass mein Platz ist ein bisschen schwierig im Moment, aber ich werde die gleiche Dienstleistung aus Köln bringen zum Markt und Hauptsache die guten Leute kommen zu uns. Also ich hatte eine Geschichte mit einem von den Bewerbern, der gekommen war und hatte es absolut dringend zum Vorstellungsgespräch zu kommen und er sagte mir, wissen Sie, es gibt eine schöne Sache am Brexit. Ich habe automatisch geantwortet, nein. Und er sagte, doch, ich bin durch Brexit jetzt nach dem schönen Köln gekommen. Also eine Frage an die Europäische Kommission, eine Frage an Herrn Pöttgen. Für viele ist es schwierig, die EU als Ganzes zu sehen. Wie kann man das den Menschen erklären? Also nach dem Motto gemeinsam stark und alleine bist du aber schwach. Also wie kann man so eine Perspektive vermitteln? Bei allem Respekt, das Gegenteil ist der Fall. Und auch in Bezug zu Großbritannien nutze ich eigentlich immer das Beispiel der Forschung. Europa, die Europäische Union, die Europäische Kommission finanziert unglaublich viele sehr wichtige
Forschungsprojekte, zum Beispiel Krebsforschung, zum Beispiel genetische Forschung, von den Ergebnissen profitieren alle europäischen Länder, die Briten in Zukunft nicht mehr. Diese Forschung kann man als alleinstehendes Land heute nicht mehr stemmen. Wenn man das versucht, dann muss man Unsummen dafür ausgeben, anstatt an einem Projekt zu partizipieren, von dem am Ende alle europäischen Bürger profitieren. Das ist etwas, was sehr oft vergessen wird, weil die Forschung nichts ist, mit dem wir täglich konfrontiert werden. Tatsächlich ist das aber unglaublich wichtig und es ist eine der dramatischen Auswirkungen, über die die Briten sich einfach nicht im Klaren sind, wie leider über vieles andere auch. Ein zweites Beispiel, fast 70% der Satelliten, die im All rumschwirren, sind europäische Satelliten. Es ist gar nicht sichergestellt, dass jeder britische Fernsehsender, sollte es zu einem harten Brexit kommen, am 1. Januar noch empfangen werden kann. Das sind alles so Sachen, die wir nicht auf unserem täglichen Tisch haben, weil wir das nicht sehen. Sie sind aber unglaublich wichtig. Also ich bin der festen Überzeugung, dass man in der heutigen Welt, in der Europa im Übrigen schrumpft, im Moment sind wir noch so zwischen 7% und 8% der Bevölkerung, in 20 Jahren stellen wir nur noch 5% der Bevölkerung, ein Europa, das schrumpft und das im Übrigen sowohl im Osten als auch im Westen nicht nur Freunde hat, gerade da ist es wichtig, in einer Union zu verbleiben, die auch Schutz bedeutet. Wir sind eine starke Gemeinschaft, wir sind auch eine Wertegemeinschaft, wir sind auch eine Handelsgemeinschaft, aber vor allen Dingen sind wir jetzt noch 460 Millionen Bürger. Kann denn Herr Haas diese Union, von der Herr Pöttgen gesprochen hat, kann diese Union nur quantitativ wachsen? Das heißt, kommt ein Land dazu? Oder kann diese Europäische Union, kann Europa auch qualitativ wachsen? Ja, ich meine, Europa mit seinen jetzt 27 Ländern ist ja schon recht groß. Wir haben einen riesengroßen Binnenmarkt. Wir haben eine Währungsunion in vielen, vielen Ländern mit unserem Euro. Wir können schon intern wachsen. Wenn ich auf die europäische Landkarte schaue, dann sind ja gar nicht mehr so viele Länder, die wir noch mit aufnehmen könnten, wenn wir bei Europa bleiben. Wenn ich mal die Türkei außen vor lasse, die für mich eigentlich auch kein europäisches Land ist, dann haben wir ja territorial gar nicht mehr so viele Länder, die dazukommen. Wir müssen als EU wachsen und wir haben im Bruttoinlandsprodukt halt in den letzten 30, 40, 50 Jahren relativ, nicht absolut, absolut haben wir uns, glaube ich, letzten 40 Jahren verdreifacht, aber relativ gegenüber den anderen Ländern, gerade gegenüber China und gegenüber den USA verloren, liegen aber immer noch unglaublich weit vorne. Also wir liegen jetzt ohne die Engländer praktisch im Binnenmarkt bei glaube ich, 12.500 Milliarden Bruttoinlandsprodukt. Damit sind wir vor den USA. Ja, wir exportieren immer noch hinter China als EU zweitgrößte der Markt in die Welt hinein. Wir sind stark, wir sind groß und wir können auch innerhalb dieser EU noch weiter wachsen. Dafür müssen wir homogenisieren, homogenisieren, homogenisieren und Nationalität nach hinten stellen. Wir müssen verstehen, dass wir Europa first und nicht eben halt Deutschland first und nicht national first denken müssen, zumindest aus dem Grunde heraus des Wohlstandes. Deswegen kann man ja immer noch auf seine Region, auf das Rheinland, auf Nordrhein-Westfalen, auf Deutschland stolz sein. Das hat ja damit nichts zu tun. Da bin ich gleich mal gespannt. Wir brauchen ja gleich auch die Unterstützung des Publikums. Das machen wir gleich, wie Sie sich denn so fühlen, also wo Sie sich zugehörig fühlen. Mal gucken, was da so rauskommt. Ich würde jetzt gerne noch einen Moment über Brüssel und Berlin reden. Das klang ja eben auch schon mal an. Herr Lambsdorff, was würden Sie sagen? Ist der Zugang nach Brüssel wichtiger als der Zugang nach Berlin? Ja, man kann das nicht gegeneinander ausspielen. Schade. Nee, ja, ich weiß, Mist, jetzt Ihr Konzept weg. Als Journalist, Nein, es gibt Zuständigkeiten, die werden auf der nationalen Ebene entschieden. Also Steuergesetzgebung, Sozialgesetzgebung, Arbeitsmarktfragen, das ist meistens so national. Ne? Soziale, schauen Sie sich den Bundeshaushalt an, der ist fast dreimal so groß wie der europäische Haushalt. Das glaubt man gar nicht, aber Deutschland hat einen viel größeren Haushalt als die EU, die angeblich so teuer ist. Ist sie gar nicht. So, aber es gibt bestimmte Rahmensetzungen. Da ist das Thema Homogenisieren. Also wie schaffen wir es aus 27 nationalen Vorschriften,
eine zu machen, an die sich alle halten und auf die sich alle verlassen können. Das ist der Witz beim Binnenmarkt. Der Binnenmarkt ist nicht irgendwas Festes, Statisches, wo alle reingehen und dann irgendwie Waren verkaufen. Der Binnenmarkt besteht darin, dass wir neue Produkte, neue Dienstleistungen kommen und sich auf gemeinsame Standards einigt. Zum Beispiel, nehmen Sie mal Handys. Europa war der Vorreiter beim Handystandard, GSM. Wenn wir 27 verschiedene gehabt hätten, hätte es halt nicht geklappt. Also einigt man sich. So, solche Sachen, da ist Europa wichtig. Und deswegen ist der Zugang nach Brüssel genauso wichtig wie der Zugang in die jeweiligen nationalen Hauptstädte. Herr Pöttgen, was würden Sie sagen? Wo spielt die Musik? Wer fördert die Region stärker? Ist es die EU oder ist es der Bund? Wir arbeiten da eigentlich zusammen und auch das ist nicht genug bekannt. Als Beispiel mal der Europäische Sozialfonds, der nationale Koordinator, ist hier in Bonn ansässig, im Bundesarbeitsministerium und arbeitet ganz eng mit der Kommission, aber auch mit den Ländern zusammen, damit wir Projekte kofinanzieren. Das ist nämlich eine Charakteristik der europäischen Finanzierung. Wir machen fast nichts alleine, sondern wir finanzieren mit den anderen zusammen. Das heißt, es ist nicht nur eine finanzielle Beteiligung, sondern es ist auch eine ideelle Beteiligung, weil im Grunde mehrere Partner sich überlegen, wo schaffen wir Mehrwert. Wir schauen uns an, was das kostet und dann sehen wir uns, wie wir das untereinander austeilen. Also insofern, es ist in dem Bereich Berlin und Bonn, dann kommt manchmal noch Düsseldorf dazu. Es gibt ja eine föderale Struktur hier in Deutschland und auch das ist sehr wichtig, denn das ist vielleicht anders als in anderen europäischen Ländern, die eher zentral regiert sind. Hier spielen auch die Länder eine sehr große Rolle. Also meine Aufgabe ist zum Beispiel auch bestimmte Partnerschaften mit den Bundesländern zu koordinieren. Ich würde gerne noch ein bisschen über mögliche Wettbewerbsvorteile für Europa sprechen, weil wir sind ja nun mal mitten in Europa, die EU, geopolitisch zwischen Asien und den USA. Frau Kostadinova, Sie kennen sich aus in Europa, Sie haben verschiedene Standorte, auch mit Ihrem Unternehmen und auch Ihre eigene persönliche Geschichte, ist eine europäische Geschichte. Was sind Ihrer Ansicht nach die Wettbewerbsvorteile, die Europa innehat? Also was macht es so aus, was würden Sie persönlich sagen? Also wir kommunizieren jetzt fast grenzenfrei in Europa, in meinem Bereich. Mhm. Wir vermitteln Sprachen, aber die Situation mit den Sprachen hat sich verändert sehr stark. Also wir kommunizieren im Internet und durch die Digitalisierung ist die Idee, eine einheitliche Sprache zu entwickeln, schon längst vorbei, liegt in der Geschichte, die Esperanto-Idee. Mhm. Und am Anfang der Globalisierung war die Kommunikation zwischen den verschiedenen Ländern eher auf Englisch. Aber mit der Zeit kommunizieren jetzt intern im Internet die verschiedenen Länder in deren eigenen Sprachen. Und die Frage ist, wie kommunizieren wir zusammen? Und wenn wir über Vorteile sprechen, dann die Kommunikation gehört dazu. Und ich hoffe, dass wir bald nicht nur auf Englisch sprechen werden miteinander und in eine offizielle Sprache, sondern dass die Digitalisierung uns so weit bringt, dass wir in Europa eine technische Entwicklung, eine neue digitale Entwicklung haben werden, sodass wir in eigenen Sprachen sprechen und trotzdem einwandfrei verstanden werden können. Zum Beispiel mit einem Tool im Internet. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir in ein paar Jahren auch hier durch die gemeinsamen kreativen Entscheidungen zu einem Produkt kommen werden, sodass die Kommunikation unbeschwert funktioniert und trotzdem unsere eigenen Sprachen behalten können. Aber dann werden Sie mit Ihrem Unternehmen arbeitslos. Ah, nee, was macht Lingua nicht. World also, denn dann noch? Lingua World wird weiter sich anschließen an die Entwicklung und wird arbeiten für die Entwicklung der Software dabei. Okay. Aber Vorteile sind natürlich vorhanden in der Kommunikation zwischen den Ländern und ich kann mir kaum vorstellen, dass wenn jetzt England nicht dazu gehören würde, dass, wie Sie alle es gesagt haben, dass England sehr viel davon haben würde. Herr Dr. Haas, Stichwort innovative Unternehmen, auch ein Wettbewerbsvorteil in Europa? Oh, ganz schwierig. Im Hidden Champion-Bereich haben wir sehr, sehr viele Mittelständler, gerade hier in Deutschland, also weniger noch, wenn man ganz auf Europa betrachtet, die sind wirklich richtig innovativ und sind richtig gut.
umso virtueller ich werde, umso mehr digital ich werde, brauche ich Skalierungseffekte, muss ich größer denken. Und dann sind auch nationale Grenzen werden immer weniger wichtig. Und da sehen wir schon, dass wir gerade in Innovation, in Digitalisierung, und wir sind im Digital Age, wir sind im digitalen Zeitalter drin, und da ist das eins der großen Treibfedern der wirtschaftlichen Prosperität in der Zukunft. Und da verlieren wir viel, viel, viel zu stark. Also da sehen wir, dass sich zwei Zentren in der Welt gegründet haben, das große Zentrum Silicon Valley in den USA, wo 50% der gesamten Weltinnovationen aus der Digitalisierung herauskommen, überhaupt aus den USA. Und wenn wir hier sehen, was wir machen, wir konsumieren jeden Tag Software aus den USA, ob das Microsoft ist mit ihrem Office, ob das Facebook ist, ob das LinkedIn ist, ob das Google oder Amazon oder sonst was ist. Also da werden wir sehr schnell zum Konsumenten. Mhm. Und was wir noch nicht so sehen, was wir nicht so spüren, nicht so mitbekommen, aber das wie ein schwarzer Schatten da ist, ist die ganze asiatische Welt, die auch im digitalen Zeitalter sich noch unglaublich nach vorne bringen. Und da haben wir von der Innovation her in der Voraussetzung mit diesen anderen, also gerade mit diesen beiden Polen, doch deutlich, deutliche Nachteile, die auch ihre Gründe haben. Insbesondere die Gründe sind in der Finanzierung von solchen Innovationen. Ich habe ganz bewusst zuerst Sie gefragt, weil Sie ja auch immer wieder über junge Startups drüber gucken und die auch dann wirklich auch beraten und sagen, was fehlt und was nicht fehlt. Naja, das, was Sie da so zeichnen, ist jetzt nicht gerade so positiv. Also an dieser Stelle, ich bin ja sehr, sehr positiv für Europa und ich glaube auch an unser Konstrukt. Und ich glaube, dass wir noch viel, viel mehr Europa spielen müssen als heute. Wenn wir auch eine Chance haben wollen, dann müssen wir in Europa diese Innovationskraft im digitalen Bereich nach vorne bringen. Da können wir noch sehr, sehr viel tun und da ist auch gesamtgesellschaftlich das als Aufgabe gefordert. Da kann man auch nicht nur auf die Politik schielen und schauen. In Europa haben wir gerade noch die SAP als Weltkonzern und vielleicht noch die Netflix, die aus Europa herauskommen, die auf digitaler Ebene noch irgendwo mithalten. Nicht Netflix, sondern Spotify. Mhm. Sorry. Netflix sitzt auch in Kalifornien. Ja. Aber das ist... wir wissen ja gar nicht mehr, wo die sitzen. Ja, wir wissen ja gar nicht, ist ja ganz egal, wo die sind in der Welt. Ja, das ist nicht standortabhängig. Wir sind das Land der Denker und der Philosophen von Griechenland über Rom ist in Deutschland hinein. Wir brauchen keine Bodenressourcen oder sonst was für Digitalisierung. Wir sind prädestiniert für diese intellektuelle Herausforderung und wir gehen sie nicht wirklich an und das ist etwas schade. Warum ist der Herr Lambsdorff dieser innovative Zug so abgefahren für uns? Ja, das hat mehrere Gründe, dass wir da hinten dran hängen. Das eine ist gerade, was Dr. Haas angesprochen hat, die Finanzierung. Die erste Stufe der Finanzierung geht noch, aber wenn ein Unternehmen dann so ein bisschen erfolgreicher wird und die nächsten Finanzierungsschritte kommen, da ist gerade Deutschland sehr risikoavers. Wir hatten jetzt auch die Bankenkrise vor 10 Jahren, also gab es viel Regulierung. Die Banken dürfen nicht so riskante Sachen machen. Gleichzeitig ist Risikokapital in Deutschland nicht so verfügbar wie woanders. Das ist das eine. Das zweite, warum wir ein bisschen hinten dran sind, gerade in Deutschland, ist, dass wir natürlich auch die Infrastruktur verschlafen haben, das muss man einfach sagen. Breitbandausbau, 4G, ich meine, wir haben einen Wirtschaftsminister, das muss man sich bitte mal jetzt vor Augen führen, der sagt, er telefoniert, wenn er im Auto unterwegs ist, nicht mit Amtskollegen aus anderen Ländern, weil er sich schämt, weil das deutsche Funknetz ständig voller Löcher ist. Das hat Herr Altmaier öffentlich gesagt. Also das ist eine Regierung, die ihre Hausaufgaben nicht macht. Und das Dritte ist jetzt was Paradoxes. Das ist was ganz Merkwürdiges. Welches Land ist das innovativste im digitalen Bereich in der ganzen Europäischen Union? Estland. Estland ist das Land schlechthin, 1,5 Millionen Leute, ein ganz kleines Land oben, eingeklemmt da zwischen Finnland und Lettland. Und warum sind die so gut? Wir waren da, wir haben uns das angeguckt mit Christian Lindner und einer Delegation. Und da sagten die, wir sind so gut, weil wir so klein sind. Wir so, wieso seid ihr so gut, weil ihr so klein seid? Wir sind größer, wir müssten doch besser sein. Nee, wir wissen von vornherein, dass unser Heimatmarkt nicht ausreicht. Wir entwickeln sofort für die ganze Welt. Und so ist Skype zum Beispiel entstanden. Sie werden das vielleicht kennen, ne? Skype kommt aus Estland. Und das hat damit zu tun, dass die eben sofort andere Dimensionen mitdenken, weil die wissen, mit ihren kleinen paar Esten kriegen sie es nicht hin. Ja, also die denken gleich an die ganze EU oder sogar an den Weltmarkt. Und das sind alles so ein paar Faktoren, die man berücksichtigen sollte. Also auch deutsche Startups sollten nicht an den deutschen Markt denken, sondern gleich größer denken. Weil wenn man wirklich erfolgreich sein will, wenn man richtig raus will, dann braucht man einen Weltmarkt.
Sind wir zu bequem, Herr Pöttgen? Sind wir zu sehr in unserem eigenen Dunstkreis? Gucken wir zu wenig über den Tellerrand? Ich würde mal sagen, dass unsere deutsche risikoaverse Mentalität uns nicht überall hilft. Und das ist ein Bereich, wo ich mir tatsächlich auch etwas mehr Risiko wünschen würde. Man muss allerdings einen Aspekt erwähnen, der sehr oft nicht erwähnt wird und der gehört auch dazu. Es gibt immer das schöne Bild von Mark Zuckerbergs Garage. Von diesen Garagen gab es nicht nur eine, sondern 10. Und nur eine hat es zu was gebracht und 9 eben nicht. Die Geschichte der 9, die es zu nichts gebracht haben, erzählt aber niemand. Und ich glaube, wir müssen eine Balance finden zwischen unternehmerischem Risiko, was wir fördern müssen. Und da ist gerade die zweite oder dritte Finanzierung entscheidend. Aber irgendwo auch noch eine soziale Abfederung zu finden, denn in Silicon Valley gibt es sehr viele brillante Geister, aber darum herum leben sehr viele, die es eben nicht geschafft haben. Und ich glaube, Europa zeichnet eben gerade das aus, dass wir eine bessere Balance zwischen dem Markt und dem Sozialen haben. Und ich glaube, darauf sollten wir auch stolz sein und daran arbeiten, mit dem Hinweis, gerade für junge Leute, ein bisschen mehr tut manchmal gut. Also jetzt muss man sagen, also das Europa, was zeichnet Europa aus? Was ist ein Wettbewerbsvorteil von Europa, haben Sie ja gerade mal gefragt. Ne? Mhm. Natürlich ist unser Sozialmodell schon sehr erfolgreich. Wir versuchen, einen sozialen Ausgleich in einer Marktwirtschaft hinzubekommen. Aber wie der Rheinländer sagt, man kann da doch übertrieben. Also in Berlin werden jetzt Start-ups gezwungen, Start-ups wohlgemerkt, mit 3, 4 Nasen oder 10 Leuten gerade mal, einen Betriebsrat zu gründen. Sonst gibt es vom Land Berlin nichts mehr. Und ich finde, wenn man in der, ja, Herr Dr. Haas lacht, weil ich meine, das ist eine Phase, wo Leute einen Traum verwirklichen wollen, wo die mit vollem Engagement dahinter, das ist deren letzte Sorge, auch also irgendwie wie Genderklos, das kann, die Berliner Landesregierung hat ja die tollsten Ideen manchmal, ja, aber wenn man da die Balance findet, dass wir auf der einen Seite hingehen und sagen, lass die Leute, die was reißen wollen, die was machen wollen, auch laufen, ja, mach denen den Weg frei. Und dann, wenn es ein großes Unternehmen ist und die Angestellten da sind, dass die dann sozial abgesichert werden, das ist was anderes. Nur wie es gerade zum Beispiel im Land Berlin läuft, von wegen risikoavers, das ist dann echt übertrieben. Sind das auch Erfahrungen, die Sie da durchaus gemacht haben, Herr Dr. Haas, dass man sich dann auch, da ist dann eine gewisse Risikobereitschaft da und dann auf einmal bremsen wir uns dann doch, aus welchen Gründen auch, Datenschutzgrundverordnung ist ja auch so ein tolles Wort, bremsen wir uns gerne mal aus. Ja, also Berlin hat sich ja ganz, ganz toll gemacht und wir werden in 25 Jahren auch sehen, dass das, was jetzt mit Start-up-Szene und sonst was in Berlin dort aus dem Boden gestampft wurde, auch riesen Impact haben wird für diese Stadt, also im positiven Sinne. Von daher ist es ganz schwierig, wenn wir jetzt anfangen, uns selbst auszubremsen. Wir haben eben darüber gesprochen, dass die Briten rausgegangen sind aus der EU. London war so ein Raum, wo viele, viele Start-ups hingegangen sind. Die überlegen sich jetzt, ob sie nicht auch nach Berlin kommen können. Und wir sollten dadurch diese Städte total interessant machen. Wo gehen die denn hin? Die gehen nach Kreuzberg, wo wirklich dann preiswerte Büroräume waren, wo man oft bauen konnte, wo nicht alles perfekt ist. Wenn er ein Start-up gründen will, ernsthaft und das großziehen will, der arbeitet 12, 13, 14 Stunden am Tag, der kennt kein Wochenende oder sonst was, der hat nichts mit Betriebsrat im Kopf, der weiß gar nicht, was er damit anfangen soll, weil er stößt jeden Tag in jeder Form gegen das, was ein Betriebsrat macht. Das sind solche Dinge, die werden auch die Start-ups ignorieren nachher, das Ganze, selbst wenn wir einen Betriebsrat haben. Aber warum fangen wir an, irgendwelche Sachen so überregulieren zu wollen, sondern die Jungs und die Mädels dann richtig mal nach vorne bringen, denen mal Geld Zufuhr geben und machen lassen. Was wir mit dem Hightech-Gründer vorher in Bonn machen, ist also super. Ja, das Ganze, da fehlen nur 2 Nullen hinten dran. Das ist super, das ist das best eingesetzte Geld, was wir überhaupt nur als Bund, als Land eben halt investieren können. Das bekommen wir 10-mal, 100-mal zurück. Vielleicht ein Satz dazu, wir wollen grundsätzlich nicht den Betriebsrat in Frage stellen, aber nein, wir wollen nein, damit nein, auch das nicht, das, nein, das, das noch einmal richtig stellen, nein, wir wollen nicht, nur diese Risikobereitschaft und auch nicht. Dieses Feuer, was sich da womöglich manche entwickeln, ja. Nicht davon bremsen das, lassen. Genau. Das geht nicht gegen Betriebsrat. Ich glaube auch, dass die Gewerkschaften das genauso wissen. Wir haben hier total vernünftige Gewerkschaften in Deutschland, so vernünftig, da können sich die Franzosen andere mal wirklich 5 Scheiben von abschneiden. Ich glaube nicht, dass das aus der Ecke kommt.
Ich bin ein bisschen auf dem Sprung, nicht weil die Sendung vorbei ist oder weil ich jetzt gehen muss, sondern weil ich ein bisschen näher zum Publikum gehen möchte. Und zwar geht es jetzt, meine Damen und Herren, so ein bisschen um das Thema Identität. Gerne würden wir von Ihnen wissen wollen, wie Sie sich denn so fühlen. Sind Sie da Bonner Bonnerin, respektive Rheinländerin? Sind Sie da eher Deutscher, Europäer oder auch in welcher Gewichtung? Zeigen Sie mir doch mal bitte an, erste Frage, wie sehr, also Sie haben Ihre Hände und Sie haben Ihre Finger, je mehr Finger Sie mir zeigen, desto mehr sind Sie das. Wie sehr sind Sie denn Bonner bzw. Rheinländer? Zeigen Sie mal. Da ist die volle 10. Ja, überall die volle 10. Na, hier wird es ein bisschen weniger, aber da doch. Also die überwältigende Mehrheit fühlt sich als Bonner und Rhein. Mal gucken, wie das so weitergeht. Wie sehr sind Sie denn Deutscher, also, oder wie sehr fühlen Sie sich denn als Deutscher? Selbes Spiel? Immer noch. Vielleicht sogar ein bisschen mehr? So. Okay, also auch noch häufig volle Punktzahl. So, und jetzt das Dritte. Wie sehr sind Sie denn Europäer? Ja. Schon durchaus ein europäisches Publikum. Ich hatte es ein bisschen, muss ich fairerweise sagen, ein bisschen anders erwartet. Haben Sie es ein bisschen mitsehen können? Ja. Es war über, also es war, ja. Danke erstmal an Sie. Vielen Dank, dass Sie das mitgemacht haben. Dankeschön. Was würden Sie sagen, Herr Pöttgen? Was konnten Sie davon ablesen? Ich weiß es noch nicht so genau. Mich erstaunt es nicht, weil tatsächlich man verschiedene Identitäten in sich haben kann, die sich gegenseitig nicht schaden. Also ich würde mal bei mir anfangen. Ich würde mich tatsächlich zuerst als Kölner identifizieren. Als Kölner? Ja, es tut mir leid. Beim Bonner Wirtschaft. Beim Bonner Wirtschaftstalk. Ich nehme an, dass Sie Minderheiten den notwendigen Schutz gewähren. Wie sind Sie denn hier reingekommen? Sie haben mich eingeladen und darüber freue ich mich sehr. Bonn ist das ja auch kein Problem. Nein, also ich sage sehr gerne auch dem Bonner Oberbürgermeister, mit dem ich sehr oft Veranstaltungen mache, es gibt im Rheinland eine wunderschöne Kombination, die ist in Köln wohnen und in Bonn arbeiten. Damit habe ich so den Bogen geschlossen. Nein, ich fühle mich tatsächlich zuerst als Kölner. Dann vielleicht meinem Beruf geschuldet als Europäer, dann als Deutscher. Es gibt eine einzige Identität, mit der ich mich tatsächlich schwer tue. Das ist der Nordrhein-Westfale. Damit kann ich nichts anfangen. Aber den haben wir ja nicht gefragt. Genau. Nein, insofern, ich würde es 40% Kölner, 40% Europäer, dann bleiben für den Deutschen nur noch 20% übrig. Ich weiß, dass das nicht überall so ankommt, aber das ist meine persönliche Gewichtung. Also wir hatten oft viele Finger, die wir gesehen haben, oder volle Punktzahl. Frau Kostadinova, wie ist es bei Ihnen? Wie würden Sie das persönlich auch? Ich bin ein spezieller Fall. Sie sind ein spezieller Fall, ja. Also das ist doch toll. Ich habe bulgarische Wurzeln. Ich habe lange in Bulgarien gelebt und gearbeitet. Und als ich in Köln so herzlich aufgenommen wurde und in Bonn so schön arbeiten wollte, dann habe ich angefangen, so ein bisschen Rheinländerin zu sein. Und es war ein tolles Gefühl. Ich habe so viele Karnevalssitzungen besucht. Ich habe mich eingebracht hier, habe ich soziale Projekte aufgebaut, meine Firma entwickelt. Es lief alles perfekt. Und dann bin ich nach Afrika gegangen. Da passierte etwas. Also ich war schon, wie man auf Deutsch sagt, Deutscher als die Deutschen geworden, weil in der Integrationsphase bemüht man sich anzupassen und man merkt nicht, wie weit man gegangen ist. Und dann haben die Leute immer gesagt, oh, jetzt kommt the German lady. Dann war ich plötzlich German lady da. Und als ich 6 Monate, am Anfang lief mein Geschäft überhaupt nicht, weil ich gar keine Ahnung von Businesskultur in Afrika hatte, aber ich habe mir gesagt, ich werde hier 6 Monate lang bleiben, bis ich verstanden habe, wie das funktioniert. Ich konnte nicht zurückkommen und sagen, es geht nicht. Also das habe ich ein bisschen vom Rheinland, ne? Diese Hartnäckigkeit. Und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland und meine Mitarbeiter haben gesagt, oh, sie ist sogar sympathisch geworden. Afrika hat mich beeinflusst und jetzt sage ich, die Welt ist mein Zuhause. Ja, in Deutschland habe ich mich entwickelt, in Bulgarien bin ich geboren, aber jetzt, die Welt ist wirklich mein Zuhause. Ich fühle mich überall ganz wohl und wenn ich die Sprache nicht spreche, dann reicht, wenn ich lächle und es funktioniert weiter. Dann sind wir mal gespannt, wie die Verteilung bei Herrn Dr. Haas aussieht. In Prüm in der Eifel
Durfte ich das nicht sagen? Doch. Doch, ja, ja. Klar, genau. Aufgewachsen. Absolut, ja. Wie sieht bei Ihnen die Verteilung aus? Ja, also ich denke, das ist kontextabhängig. Schaue ich eine Fußballweltmeisterschaft, dann bin ich für Deutschland. Ja, und dann kämpfe ich auch für die, dass die weiterkommen und so weiter. Dann wundere ich mich immer wieder über mich selbst, wie national ich noch dann bin, denke dabei. Allerdings ist ganz vorne am Ende des Tages Europa. Also ich glaube einfach, bin davon fest überzeugt, dass unser gesamtes, unser Kulturzusammenhang, unseren Wohlstand in der Zukunft davon abhängig ist, wie wir es schaffen, in Europa diese nationalen Hürden zu überwinden. Damit ich als zweites mittlerweile viel mehr Rheinländer als Eifler. Ich meine, ich komme aus der Eifel heraus, ich kenne auch das, also ich kenne die Eifel, meine Mutter lebt noch da, mein Vater ist gestorben. Aber von denen, die mit mir in die Schule gegangen sind, sind kaum mehr Leute da. Ja, es sind nur ganz wenige Einzelne noch da. Und die Verbindung dort hinein, die ist emotional immer noch, weil da, wo man geboren und aufgewachsen und Kind war und sonst was, bleibt das. Aber ich doch schon seit vielen, vielen Jahren in Köln, in Bonn, jetzt seit 20 Jahren in Bonn lebe, bin ich eher Rheinländer. Und insofern steht hinten ran eben halt eigentlich Deutschland als Deutscher. Wie gesagt, verändert sich blitzartig, wenn dann die deutsche Fußballnationalmannschaft oder Handballnationalmannschaft oder sonst was spielt. In dem Moment dreht sich das, dann ist mir Europa egal. Aber also im Großen und im Ganzen kann ich sagen, am liebsten Europa. Und wenn die dann verlieren, die Deutschen, werden sie dann zum Spanier oder zum Italiener? Ja. Nein, dann bin ich so fair, dass ich sage eben halt, die haben verdient verloren und wenn sie verdient, nicht verdient verloren haben, dann trauere ich auch mit denen. Wie ist es bei Ihnen? Ja, also was Herr Dr. Haas gerade gesagt hat, es ist bei mir ganz ehrlich sehr kontextabhängig. Ich habe 6 Jahre lang in Amerika gelebt, habe da studiert und da waren ein spanischer Studienfreund, eine holländische Studienfreundin und so. Und natürlich waren wir die Europäer. Also da wurde nicht groß differenziert. Wir waren damals alle, ging es zwischen Airbus und Boeing hin und her, in so einem Fall, den wir hatten, wir waren plötzlich Unternehmenssprecher von Airbus. Da ist man automatisch, also als Student waren wir da. Ne? So, beim Basketball haben wir dann immer gesagt, unsere Körbe müssen doppelt zählen, weil wir können das nicht so gut wie die Amis. Also das waren die Euro-Baskets. So. Das heißt, es ist ein bisschen kontextabhängig. Als ich in Brüssel war, wo ich ja lange gearbeitet habe, musste ich natürlich oft Deutschland erklären. Also wie muss man Deutschland verstehen? Weil viele gucken auf unser Land und finden es ein bisschen rätselhaft. Ich gebe Ihnen mal nur ein Beispiel, warum andere uns komisch finden. Wir sind ein Land mit 83 Millionen Einwohnern, von denen gerade mal 3,5 Millionen in der Hauptstadt leben. So, jetzt lassen Sie das mal bei einem Franzosen sacken, was das heißt. Dass Berlin im internationalen Vergleich so klein ist und der Rest Deutschlands so groß. Ja, also das ist diese Dezentralität, die Deutschland ausmacht, die Vielfalt, die unterschiedlichen Regionen, dass man das vom Ausland guckend, wo man große Hauptstädte, dominante Hauptstädte gewöhnt ist, erstmal gar nicht versteht. Ja, so, da bin ich der Deutsche. Jetzt in Berlin bin ich häufiger mal der Europäer, der sagt, hallo, hallo, Berlin, ihr seid zwar wahnsinnig weit weg von Brüssel, ja, aber vergesst nicht, dass wir mit den europäischen Partnern die wichtigsten Regelungen gemeinsam machen müssen, sonst bringen sie uns am Ende des Tages nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, es ist ein bisschen so kontextabhängig und in einer Hinsicht bin ich allerdings komplett auch bei dem, was Sie gerade gesagt haben, wenn die Nationalmannschaft spielt, enden alle Kontexte. Schwarz und Weiß. Gibt es denn, Herr Pöttgen, gibt es denn Ihrer Ansicht nach eine gewisse EU-Identität? Wir haben es jetzt schon so ein bisschen differenziert, aber jetzt nochmal hochgehoben, gibt es sowas? Also ja, die gibt es dann in dem Moment, wo man Europa verlässt. Da ist es mir ähnlich gegangen wie Frau Kostadinova. Ich habe als Diplomat in Russland gearbeitet und später in Afrika. Und da kommt dann tatsächlich die Frage sehr oft, wie Dinge in Deutschland funktionieren, die im Übrigen in aller Regel bewundert werden. Also vor allen Dingen in Russland, das wird den einen oder anderen erstaunen. Das Ansehen Deutschland in Russland ist enorm hoch. In Afrika auch, eigentlich auf der ganzen Welt. Und dann kommt aber im nächsten Schritt die Frage, ja, wie funktioniert das denn mit Europa? Weil
Gerade wenn es um Handel geht, und ich habe an verschiedenen Handelsabkommen mitgearbeitet, sind wir natürlich auch ein sehr starker Block. Das heißt, man muss dann auch da erklären, wie funktioniert das? Warum führt die Europäische Kommission sehr erfolgreich die Verhandlungen für ganz Europa? Weil wir ein sehr klares Mandat bekommen, mit dem wir dann nach außen gehen. Im Übrigen, das ist Brexit reversed, also wir bekommen erst ein Mandat und verhandeln dann. In Großbritannien verhandelt man erst und bekommt dann möglicherweise kein Mandat. Das einfach nur mal zur Erklärung. Also je weiter man von Europa weg ist, umso europäischer fühlt man sich, weil man dann auch als Europäer gesehen wird. Mhm. Die Identifikation als Deutscher ist das Erste, aber der nächste Schritt, und der ist im Grunde immer sofort dahinter, ist Europa, weil viele Leute uns um das beneiden, was wir erreicht haben. Und ich meine das im positiven Sinne. Wir haben in allen Bereichen, sind wir führend. Im Übrigen, ganz kleiner Einwurf, auch bei der Datenschutzgrundverordnung, die wird mittlerweile in sehr vielen Ländern kopiert. Ja. Wir haben in Europa nur zwei Dinge vergessen. Die Europäische Kommission und das Europäische Parlament haben vergessen zu erklären, dass es eine Verordnung zum Schutz des Verbrauchers ist. Und das Zweite, die Bundesregierung hat vergessen, dass diese Verordnung schon seit mehr als 2 Jahren in Kraft ist. Wenn man das nicht tut, dann ist natürlich am Ende das Erstaunen sehr groß, weil das ist nicht am 23. Mai 2018 in Kraft getreten, sondern 2 Jahre vorher. Das wurde aber in Berlin geflissentlich ignoriert. Aber hätte jeder die 2 Jahre Zeit gehabt, und ich habe Freunde, die mich also an einer Theke auf das Wüsteste beschimpft haben, was mir denn einfiele, diese Verordnung erklären zu wollen. Die haben mir aber alle gesagt, hätte ich es 2 Jahre früher gewusst, hätte ich mich darauf einstellen können. Also da sind 2 Faktoren sehr wichtig, aber das Ding wird kopiert. Also kann es so schlecht nicht sein. Also Stichwort nicht so besonders gute Kommunikation, die da geherrscht hat. Da war ein bisschen Luft nach oben. Frau Kostadinova, was würden Sie sagen? Sie sind ja europäisch, Sie sind weltweit unterwegs, haben Sie ja eben auch beschrieben. Was braucht denn Europa, um noch mehr zusammenzuschweißen, damit das tatsächlich noch besser funktioniert? Brauchen wir eine gemeinsame Aufgabe oder brauchen wir vielleicht sogar einen gemeinsamen Feind? Oder ich weiß nicht, was wir brauchen. Nee, vor allem Dialog, vor allem miteinander sprechen. Mhm. Weil Sie wissen selber, in der Familie sogar so, wenn wir nicht genug sprechen, dann streiten wir uns. Aber wenn wir kommunizieren miteinander in der Europäischen Union, dann wird das leichter sein. Und gemeinsame Projekte, natürlich die Digitalisierung. Was können wir denn sonst, jedes einzelne Land kann nichts schaffen so schnell wie wir alle gemeinsam. Und über Vorteile haben wir vorher gesprochen. Mhm. Also wir beteiligen uns jetzt in Ausschreibungen europaweit. Also übrigens, die Übersetzungsbranche profitiert auch davon. Wir übersetzen die Ausschreibungen. Also alles. Sie werden doch nicht arbeitslos, Frau Kostadinova. Habe ich das richtig verstanden? Die Gemeinschaft gibt uns Kraft, gibt uns kreative Ideen, gibt uns gemeinsame Innovationen. Wir müssen nur intensiver miteinander kommunizieren. Wir müssen miteinander reden, wir müssen im Dialog bleiben. Herr Lambsdorff, 13 Jahre waren Sie da für Europa unterwegs. Wie groß ist denn das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb einer Partei in Europa? Sie meinen in einer europäischen Partei? Mhm. Schon groß, allerdings ist die Machtstatik im Europäischen Parlament eine andere als in einem nationalen Parlament. Die nationalen Delegationen, so heißt das, also im Bundestag haben wir eine nordrhein-westfälische Landesgruppe und in Brüssel hatten wir eine sogenannte deutsche Delegation. Das ist im Grunde genau dasselbe, man ist Teil der liberalen Fraktion oder der sozialdemokratischen Fraktion oder der Christdemokraten und der Grünen, das ist ja so. Und die Deutschen bilden dann eine Delegation. Und man spricht sich da ab und meistens schafft man es auch mit den anderen auf einen Nenner zu kommen. Aber manchmal gibt es bestimmte Dinge, die so wichtig fürs eigene Land sind oder für die eigenen Wählerinnen und Wähler, dass man sagt, also hier müssen wir uns jetzt von der Fraktion lösen und selber abstimmen. Das geht in Brüssel viel leichter als in Berlin. In Berlin hat man viel mehr Fraktionsdisziplin. Wenn da mal jemand anders abstimmt, ist das gleich ein großes Thema. Also insofern, man hat auch mehr Freiheit als Abgeordneter im Europäischen Parlament. Also eine große Vielfalt, auch mehr Freiheit. In der EU gibt es 24 Amtssprachen,
Und die Mehrsprachigkeit, Herr Pöttgen, ist eine der Grundprinzipien der EU. Jetzt habe ich mir das mal rausgeschrieben von Ihrer Homepage, also von der Homepage Ihres Arbeitgebers. Als EU-Bürger haben Sie das Recht, bei der Korrespondenz mit den Organen der EU eine der 24 Amtssprachen zu verwenden und eine Antwort in der gleichen Sprache zu erhalten. Das heißt, Frau Kostadinova wird nicht arbeitslos. Steht auf der Homepage der Europäischen Union. Ja, da steht es nicht, sondern das ist auch richtig. Wie sehr ist denn jetzt Sprachenvielfalt Fluch oder Segen? 24. Das ist weder Fluch noch Segen, das ist das Recht jedes Europäers, sich in seiner Sprache an die Organe zu wenden. Also insofern, ich würde da moralische oder ethische Diskussionen würde ich rauslassen. Das ist einfach so. Ich glaube, man kann niemandem erklären, dass er sich in einer persönlichen und sehr oft wichtigen Angelegenheit in einer anderen Sprache als der eigenen an einen der vielen Entscheidungsträger wenden soll. Also insofern finde ich das ganz normal. Dass das Frau Kostadinova möglicherweise hilft, finde ich einen charmanten Nebeneffekt. Tatsächlich ist es so, dass, um auch das deutlich zu machen, um in Brüssel zu arbeiten, muss man tatsächlich mehrere Sprachen beherrschen. Das ist Grundvoraussetzung. Und auch das, denke ich, ist wichtig, denn man unterhält sich im Grunde jeden Tag mit Kollegen, im Übrigen immer noch aus 28 Ländern, und das wird sich auch nicht ändern. Also es ist jetzt nicht so, dass wir britische Bürger aus der Kommission rausschmeißen. Im Gegenteil, wir sind eigentlich froh, dass wir sie haben, und sie werden auch bei uns bleiben. Klammer auf, wir hoffen, dass die Briten auch in diesem Bereich weiter ihre Beiträge zahlen, Klammer zu. Aber tatsächlich, Europa würde ohne Sprache nicht funktionieren. Und ich finde, das ist ein Aspekt, der manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Digitalisierung ist eins, die funktioniert aber auch über Sprache. Also ich persönlich finde gerade sprachliche Ausbildung für Kinder und Jugendliche immens wichtig in einem Markt, der im Grunde sehr groß ist und unglaubliche Vielfalt bietet. Und das, was zu dem Zeitpunkt, als ich studiert habe in Italien, war das noch relativ komplex und sehr kompliziert. Das ist heute ganz normal. Schüler und Studenten und mittlerweile auch Auszubildende bewegen sich mit Erasmus Plus innerhalb Europas, zum Teil sogar außerhalb Europas. Das wird von der Kommission, von der Europäischen Union mitfinanziert. Und ich habe noch niemanden getroffen, der von diesem Programm zurückkam und nicht begeistert war. Die Begeisterung geht so weit, dass es mittlerweile 1 Million Erasmus-Babys gibt. Ja. Ich glaube, man kann zwei Trends beobachten. Bitte, Herr Lambsdorff. Also ich glaube, was die Sprachenfrage angeht, kann man zwei Trends beobachten. Den einen hat Frau Kostadinova gerade schon angesprochen. Das ist, die Software wird immer besser, wird immer besser, wird immer besser. Und das heißt, es wird möglich sein, und ich habe es neulich live erlebt, da hatten wir liberalen Parteitag in Athen, bin ich ins Taxi gestiegen und da hatte der so ein Tablet in seinem Taxi hängen, da hinter der also Klimadingenskirchen. Und dann fragte der auf Griechisch irgendwas und so sagte er, ja, ich sagte mir German. So, dann tippt er auf dem Tablet rum, hat er Deutsch eingegeben. Dann sagte der was auf Griechisch, ich verstehe kein Wort Griechisch, außer Kalimera. Und dann redete das Tablet in sehr gutem Deutsch mit uns. Und dann hat er gesagt, hat er uns eine Frage gestellt, was machen Sie hier? Wie gesagt, wir sind hier zum Parteitag in Athen und auf Griechisch. Ach, sagt er, ist ja interessant, wir haben doch gar keine liberale Partei in Griechenland. Wir wiederum, ja, das wollen wir mal ändern und so. Also das war total, also mit dieser Software, das ist der eine Trend, und das ist ein ganz toller Trend, weil er wirklich Kommunikation wirklich über Grenzen hinweg ermöglicht, auch über alle Schichten und Bildungsniveaus. Und ein zweiter Trend, den muss man aber auch sagen, ist, es gibt ein Latein unserer Tage, und das ist die englische Sprache. Das wird Herr Pöttgen bestätigen. In Brüssel, ich meine, in den formellen Sitzungen haben wir super Dolmetscher. Die machen das wirklich spitze. Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages machen sie den Deal nicht in der formellen Sitzung. Sie machen den Kompromiss, wo man mit dem sozialdemokratischen Kollegen sagt, wo kannst du dich denn jetzt mal bewegen? Ja? Und dann kommen die Konservativen und fragen uns, man könnte nicht da noch ein bisschen. Das ist beim Bier oder beim Kaffee, und das ist alles auf Englisch. Alles komplett auf Englisch. Wer kein verhandlungssicheres Englisch kann, der sollte in Brüssel schnell daran arbeiten, das zu kriegen. Weil sonst wird man am Ende des Tages auf die formellen Sitzungen beschränkt. Und die sind halt Austausch von Positionen. Aber die sind nicht das Suchen nach den Feinheiten, dass man nach vorne kommt. Also die eigene Sprache durchaus wichtig, weil sie ja auch eine gewisse Identität ausmacht, eine eigene Kultur ausmacht. Aber um da wirklich auch im Business mitzumachen, ist dann Englisch
Unverzichtbar. Absolut. Vielleicht ein kleiner Einwurf für all die, die sich Sorgen machen, dass wir in Zukunft nicht mehr Englisch sprechen würden. Da gab es tatsächlich Juristen, die gesagt haben, ja, wenn die Briten austreten, dann fällt diese Sprache weg. Das ist aus zwei Gründen falsch. Iren sprechen nicht nur Gälisch, sondern viele sprechen auch Englisch. Insofern wäre das weiterhin eine Amtssprache. Viel wichtiger ist aber, und ich bin nicht Jurist, sage das aber auf einer juristischen Grundlage, die englische Sprache ist in den Gründungsverträgen festgeschrieben. Das heißt, selbst wenn man wollte, käme man nicht umhin. Und was Graf Lambsdorff sagt, ist vollkommen richtig. Um in Brüssel weiterzukommen, braucht man Englisch. Dazu hilft dann noch einiges andere. Mit dem Metzger spricht man eher Flämisch oder Französisch, aber Englisch ist als Verhandlungssprache nicht wegzudenken. Okay, dann lassen Sie uns jetzt zum letzten Punkt unserer Runde kommen. Stichwort digitaler Wandel und Innovation. Herr Dr. Haas, wie bringen wir denn Europa jetzt nach vorne? Ein bisschen haben wir schon drüber gesprochen. Startups in der EU versus in den USA. Wenn wir auf den US-Markt gucken, dann sieht der im ersten Moment durchaus homogener aus. Der ist vielleicht auch einfacher als der gemeinsame Markt in der EU. Ich habe eine Sprache, wir haben gerade davon gesprochen, wie wichtig Sprache ist. Ob da jeder Verhandlungsenglisch drauf hat, ist dann auch wieder die Frage. Und du brauchst auch nur ein Büro in den USA und du erreichst sie alle. Ist das der Unique Selling Point, das Alleinstellungsmerkmal, sich für die USA zu entscheiden und gegen die EU? Ich glaube, die meisten Startups, die wirklich groß gründen, nach vorne gehen und im innovativen digitalen Bereich was tun wollen, gehen in die USA, weil sie in den USA viel leichter an Geld rankommen. Und nochmal, weil sie viel leichter an Geld rankommen. Ach, sie kommen und wahrscheinlich danach, leichter an Geld ran. So, okay. Und danach ist es schon, dass es ein homogener Markt ist. Und zwar daran, woran wir hier arbeiten, ich habe es heute Abend schon ein paar Mal gesagt, an einem einheitlichen Binnenmarkt ist das eher Entscheidende. Umso größer der Markt ist, in dem ich einfach hinein expandieren kann, umso besser ist das. Klar, wir haben, wenn ich jetzt die Sprache sehe, wir haben 24 Sprachen, das ist wirtschaftlich ein Hindernis. Wir können aber keine kulturellen Sprachen, die über Hunderte und Tausende von Jahren gewachsen sind, einfach wegwischen. Da werden uns aber die digitalen Errungenschaften, schauen Sie mal, gehen Sie mal bei Google rein, Übersetzer, und schauen Sie mal den Deep Learner. Dieser Deep steht für tiefes Lernen in neuronalen Netzen, mit mehrschichtigen neuronalen Netzen. Die lernen das Sprachgefühl der Menschen, also übersetzen nicht mehr klassisch irgendwie eine Übersetzung, sondern lernen Sprachgefühl in Kontext zu übersetzen. Die lernen das von den Besten aus den Ländern heraus, die ein sehr sauberes grammatikalisches, nicht so wie ich Deutsch spreche, also so richtig sauberes Deutsch sprechen oder sauberes Englisch sprechen, lernen die Geräte davon und übersetzen. Das wird viel, viel, viel helfen. Also wenn wir in Europa hier nach vorne kommen wollen, müssen wir diesen einheitlichen Markt herbekommen. Wir müssen einheitliche Regelungen hinbekommen, also gerade juristische Regelungen. Also wir brauchen keine European Open Cloud oder sonst irgendwo was, dass wir irgend sowas machen, sondern wir brauchen Rechtsregeln, die in ganz Europa einheitlich gelten, auf die wir uns zurückziehen können. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationsverarbeitung sitzt hier in Bonn, hat eine C5-Zertifizierung rausgebracht für Datenschutz. Das ist was Großartiges. Danach können wir uns ausrichten, können die IT-Unternehmen können sich dran halten, können solche Normen erfüllen. Das müsste auf Rechtsebene in der EU geschaffen werden, dann können wir uns darauf verlassen. Ja, das ist wie Normen schaffen, in denen man sich verlassen kann. Und wenn ich viel Geld investiere, weiß ich, dass ich in dieser Norm eben auch einen großen Markt habe, in den ich herausgehe. Aber darf ich es noch ein bisschen ketzerisch formulieren, Herr Lambsdorff? Dann habe ich auf der EU-Seite die Datenschutzgrundverordnung und auf der anderen Seite The American Way of Life, den Wilden Westen. Wir machen das jetzt einfach und zusammen packen wir es jetzt an. Und auf der anderen Seite hast du da eher eine EU, die dich ausbremst. Ja, ist es auf einen Satz zu der Datenschutzgrundverordnung sagen, weil bitte. Das eben schon auf der. Ich bin ja wirklich durch und durch IT-Unternehmer. Die Datenschutzgrundverordnung, das sind Persönlichkeitsrechte, die geschützt werden. Ja, und wir wehren uns dagegen, dass wir selbst Herrscher über unsere eigenen persönlichen Daten sind.
Ich kann darüber, also das ist Aufgabe der EU, sowas zu machen. Ich kann darüber sprechen, wie ich das in die Umsetzung bringe und wie ich das in der IT, vielleicht ich hätte ein paar andere Verfahren operativ gewählt oder sonst was. Aber der Grundgedanke, ja, da bestehe ich drauf, das ist die originäre Aufgabe, dass sowas getan wird und das muss auch auf EU-Ebene getan werden. Das Interessante ist, also die Datenschutzgrundverordnung hat zwei interessante Aspekte. Das eine ist eine Verordnung, das heißt, die gilt unmittelbar und für alle gleich. Das ist ein Spielfeld für alle. Das gilt von der Algarve bis nach Lappland. Da müssen alle sich darauf einstellen, ist also fair. Haben alle das gleiche Thema mit. Punkt eins. Punkt zwei, in diesem digitalen Zeitalter die Persönlichkeitsrechte zu schützen, ist wichtig. Und interessanterweise gab es in der Washington Post neulich einen großen Artikel zu, interessieren sich die Amerikaner jetzt dafür, was wohl passiert, wenn die im Supermarkt mit ihrer Kreditkarte zahlen, wer alles die Daten kriegt. Die fangen an, sich dafür zu interessieren. Und der dritte Punkt, den Dr. Haas angesprochen hat, wir müssen versuchen, auch unser Recht in Europa anzugleichen. Das habe ich in 13 Jahren in Brüssel im Europäischen Parlament, habe ich da gekämpft und habe zwei Dinge gelernt. Es gibt also, Also es gibt zwei Gruppen von Menschen, die sind besonders reformresistent. Das eine ist die Vatikanische Glaubenskongregation und das zweite sind deutsche Juristen. Wir wollten einen sogenannten Blue Button einführen, dass Sie gehen auf irgendeinen einen Webshop, irgendwo wollen Sie was kaufen, völlig egal wo, aber über Grenzen hinweg, das ist ja der Punkt. Und dann sollte ein Kaufrecht da sein, ein neues alternatives Kaufrecht, für das man optieren kann, sodass nicht der eine mit dem Kaufrecht des anderen Landes zu tun hat. Also europäisches Kaufrecht. So, ich optiere für den Blue Button, ich habe wieder das Spielfeld für beide gleich, weil beide das europäische Kaufrecht haben. Ja, versuchen Sie mal einen deutschen Juristen von einem nicht BGB-fundierten Kaufrecht. Die haben ja, der deutsche Jurist hat ja ein quasi erotisches Verhältnis zum BGB. und es war unmöglich, 120. Es war unmöglich, auch unsere Leute sagen, oh, schwierig, und unsere Gerichte, und das können die alle nicht. Unsere Gerichte könnten das. Ja? Aber das sind so die Hindernisse, mit denen man da zu kämpfen hat. Das ist die Reformresistenz auf der mitgliedstaatlichen Ebene, beim Sprung in diesen europäischen Binnenmarkt im digitalen Zeitalter. Da müssen noch viele Köpfe weiterdenken. Was wagen, miteinander im Gespräch bleiben, im Dialog bleiben, eine gewisse Risikobereitschaft, das alles aber auch abgesichert. Das sind vielleicht so ein paar Punkte, die wir heute Abend hier gehört haben. Sie merken schon, ich versuche so langsam den Sack zuzumachen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Zeit rast. Wir sind fast durch. Deswegen zum Schluss die Frage an unsere vier hier oben. In der Talkrunde. Mit wem aus der Runde würden Sie gern mal in Europa wohin fahren und warum? Das waren jetzt viele W-Worte. Mit wem, wohin und warum? Herr Pöttgen. Ich würde gerne anfangen und ja. Die Antwort ist nun wirklich sehr leicht. Ich fahre mit Graf Lambsdorff zum nächsten Europapokalspiel des 1. FC Köln. Aber da brauchen Sie noch ein paar Punkte. Ich weiß auch nicht, ob ich so alt werde, aber es ist zumindest ein Wunsch. Herr Lambsdorff, wie ist es bei Ihnen? Fahren Sie da mit? Ja. Ich war im letzten Europapokalspiel des 1. FC Köln in Belgrad im Stadion. So jeck sind wir beiden. Also es ist ein bisschen... Wo würde ich hin? Ich glaube, ich würde mit Frau Kostadinova in ihre Heimat, also ihre alte Heimat fahren, um die ein bisschen besser kennenzulernen. Denn ich weiß von Bulgarien eigentlich viel zu wenig. Okay. Ja, ich nehme Sie mit. Ist das auch schon Ihre Antwort, Frau? Ja, ich habe sogar einen Reiseführer geschrieben, als ich Journalistin war. Ich schicke Ihnen diesen Reiseführer, aber der ist nicht mehr aktuell. Also wir müssen, erforschen Bulgarien neu. Okay. Das ist meine Antwort. Ich gehe mit Ihnen nach Bulgarien. Und Herr Dr. Haas, wo geht's hin und mit wem und warum? Ja, also ich würde Herr Plötgen bitten, mit mir mal nach London zu kommen, mir herauszufinden, was die Londoner wirklich über den Brexit denken. Und ich will mal verstehen, wie ein Engländer, wie ein Londoner das heute sieht. Also die Londoner sind, glaube ich, die sind nämlich wirtschaftlich stark und die haben ein ganz anderes Gespür als das Land im Hinterland. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese illustre Runde. Das war nette Unterhaltung mit ihm. Wir haben viel Neues erfahren. Danke dafür. Danke an unsere vier Gäste hier. Vielen Dank. Natürlich auch danke an Sie, liebes Publikum, hier im Bonner Kunstmuseum bei unserer Premiere. Und auch Dank an Sie zu Hause für Ihr Interesse.
enden möchte ich mit einem Zitat des französischen Politikers Jacques-Lucien Jean Delors, der nämlich mal gesagt hat, Europa ist gesünder als viele glauben, die echte Krankheit Europas sind seine Pessimisten. In diesem Sinne einen schönen Abend und tschüss. Applaus